Hallo und herzlich willkommen hier zur 24. Folge von OMSI 2. Heute wieder mit den Solaris auf dem Weg nach Beiersberg, immer noch. Das wird eine relativ kurze Folge werden, weil es nur jetzt ein kleines Stück ist. Wir sind jetzt schon in der Stadt, in dem Umkreis selbst von Beiersberg. Da musste ich aufstoßen, tut mir leid. Oi. Puh. Ja, Nudeln machen satt. Birkenplatz. Das war knapp. Uiuiuiui. Ich hab irgendwie mal vor langer Zeit gefragt, ob ich vielleicht mal so eine OMSI-Challenges machen soll. Aber ich weiß wirklich nicht, ob man daraus was machen kann. Klar, man kann jetzt zum Beispiel einen ultralangen Bus nehmen oder was weiß ich nicht alles. Aber irgendwie fehlt in diesem Spiel doch so ein bisschen die Vielseitigkeit an Ideen, die man hier haben könnte. Muss ich jetzt überhaupt hier abbiegen? Ja. Mir war so, als wäre noch ein Pfeil nach geradeaus gewesen. Ich mach doch gar nichts. Bleib doch mal ruhig hier. Eine Meter. Ja, genau, rechts. Birkenplatz. Hier sind ja schon die Birken. Ich kenne Birken nur aus Minecraft. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Vor allem, warum hat er nach rechts geblinkt? Upsala, jetzt habe ich mich. habe ich aus Versehen das Mikro berührt. Tut mir leid, falls es jetzt einen kleinen Knall oder kleinen Stupsknall gegeben hat. Uiuiuiui. Ich muss das Mikro mal besser ausrichten hier. Sonst wird das hier nichts. Ich muss ja ins Mikro sprechen und nicht dran vorbei. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Das war jetzt mal eine schöne Haltung, ja. Eine schöne Haltung, ja. Super. Das ist Sabine. Das ist Sabinchen. Hallo. 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 Ich muss abfahren. Tschüss. Nimm. Ich kann ja mal gleich um meine Buskiste schauen, was ich da noch alle für Busse habe. Ich sollte mir wirklich mal angewöhnen, ein bisschen öfter. Moment. Ja, hier rechts. Alter, was ist denn das hier? Rechts, links. Hoch, runter, vertikal, spiegelverkehrt. So. Beiersberg, Kaiser-Ludwig-Schule. Bremsen. Scheiße. Bist du ja gerade durch mich durch? Okay. Ist ja sowieso eine UO-Folge, fällt mir gerade ein, ne? Mensch, jedes Mal dieselbe Scheiße. Ach, hier kann ich auch durch. Will aussteigen? Nee, okay. Wunderbar! Kann ich hier jetzt richtig Gas geben, ne? Mit meinen 1,5 Minuten Verspätung. Das Problem ist, ich muss die, das nenne ich jetzt mal. Ich muss die Einstellung auch wirklich immer ändern, weil eben gerade habe ich noch auf Gladbeck gespielt. Ja, ich habe mich etwas nochmal eingeübt, wie das so ist. So. Oh. Und da ist mir aufgefallen, dass die Autos, die Autodichte, beziehungsweise sau viele Autos auf der Straße waren. Ich kam kaum vorwärts. Und das ist dann natürlich auch
je nach Map anders. Hier zum Beispiel sind wir überhaupt gar nichts auf der Straße. Obwohl hier eine Autobahn ist, kann man eigentlich schon sagen. Ja, ist eine Autobahn. Ich kann auch schlechter fahren hier. Bisschen näher ran. Nee, jetzt klappt es natürlich nicht. Das ist der Vorführeffekt. Sie fahren aber schlecht. Das muss man sich mal überlegen. Also, ich als Berliner muss sagen, das ist nicht so extrem, dass sie sich so beschweren. Klar, wenn er mal scheiße fährt, dann verdrehen sie die Augen und machen... Aber so was? Wie... Boah, oh, jetzt muss ich... Jetzt habe ich Schluck auf. Boah, ich hab schon... Boah, fährt der scheiße. Das wollte ich sagen. Alter Schwede. Oh, oh. Alter, ich hasse Schluck auf. Ach, ach, wir sind ja da, ne? Ah. Verzeihung. Ich halt jetzt mal... Alter, ich halt jetzt mal... Ihr hört jetzt mal lieber meine Klappe. Oi. Alter Schwede. Das kommt immer so aus dem Nichts. Das ist grauenvoll. Hey, ist er jetzt weg? Der ist jetzt weg, oder? Nee, doch. Ich habe immer noch so ein bedrückendes Gefühl, als ob er gleich nochmal rauskommt. Nicht lachen. Oh nein, Scheiße. Alter Schwede. Ich kann nicht mehr. So, wir sind jetzt an der Endhaltestelle angelangt. Jetzt muss ich nur noch... Mann, krieg jetzt die Kurve. Ich will jetzt... Jetzt muss ich nur noch... Mann, ey. Jetzt muss ich nur noch hier... hinfahren, um Pause machen zu können. Oh, Mann, ey. Ich hasse Schluck auf. Oh, Mann. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. So, okay. Alles okay. Oh, wunderbar. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause. Oh, alter Schwede. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge fahren wir dann wieder zurück. Ich muss ja schon wieder in 6 Minuten losfahren. Ich will mir jetzt erstmal was zu trinken. Alter Schwede, nee.